الرحيم إن نام الله سس الله بامس سس بمهاتين إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد Liebe Gäste, nochmal herzlich willkommen zu der heutigen Informationsveranstaltung. Alhamdulillah, es ist mir erstmal eine große Ehre, wie immer, ich komme ja aus dem Rheinland, also aus Bonn momentan, beziehungsweise ursprünglich aus Köln, ist ja fast dasselbe. Und es freut mich natürlich immer, wenn wir etwas weiter entfernt von unserem Heimatort auch einen Vortrag über den Islam halten können. Gerade wenn man sieht, dass heutzutage die Medien und nicht nur die Medien, sondern auch viele Internetseiten vollgestopft sind mit Fehlinformationen über den Islam. Und gerade wenn man sieht, dass heutzutage auch leider viele Muslime Fehlverhalten an den Tag legen. Und dann ist es natürlich auch eine Ehre für einen Muslim, der diese Religion liebt, der den allmächtigen Gott liebt, der den Propheten Mohammed sallallahu alaihi wasallam liebt, etwas über diese Religion zu erzählen und die Menschen zu dieser Religion einzuladen. Alhamdulillah. Das Thema von heute ist ein sehr wichtiges Thema. Es ist das Thema, was sicherlich einige, die heute hier anwesend sind, schon gesehen haben im Internet. Es ist das Thema der Sinn des Lebens. Was ist der Sinn des Lebens? So eine fundamentale und wichtige Frage für jeden Menschen. Ich denke, oder ich bin mir ziemlich sicher, dass jeder der Anwesenden hier sich schon einmal in seinem Leben Gedanken über dieses Thema gemacht hat. Warum lebe ich? Was ist der Sinn meines Lebens? Wofür bin ich hier? Aber die allerwenigsten haben eine Antwort darauf. Ich behaupte von mir, oder ich bin mir sehr sicher, ich bin davon fest überzeugt, dass ich eine Antwort auf dieses Thema habe, beziehungsweise auf diese Frage habe. Und sicherlich wird es einigen Leuten vielleicht arrogant vorkommen, dass ich, der Knilch, der kommt da aus Köln an, 29 Jahre alt, gestern Geburtstag gehabt, egal, aber braucht man nicht zu gratulieren, ja, dass er ankommt und will mir erzählen, wo ich vielleicht schon älter bin, wo ich vielleicht gebildeter bin. Er will mir erzählen, was der Sinn des Lebens ist. Aber ich möchte als allererstes darauf aufmerksam machen oder jeden daran erinnern, dass man, bevor man sich mit diesem Thema beschäftigt oder bevor man sich mit irgendeinem Thema beschäftigt oder mit irgendeiner Religion beschäftigt, als allererstes alle Vorurteile, die man hat, ausschütten soll, sozusagen. Und dass man dieser Sache objektiv gegenüberstehen soll. Weil, wenn ich beispielsweise wenn ich ein Glas auf den Kopf stelle und ich versuche Wasser einzukippen, dann werden keine Informationen dann wird kein Wasser in dieses Glas reingehen. Und genauso ist es, wenn ich meiner Verantwortung, diesen Vortrag rüberzubringen, beziehungsweise diesen Ratschlag rüberzubringen, wenn ich den erfülle, aber wenn jemand gar nichts davon hören will und von vornherein schon so eine Mauer aufgebaut hat. Deswegen soll man sich einfach die Sache anhören, was hat der Muslim zu sagen zu dieser Fragestellung und der Sache, wie gesagt, objektiv gegenüberstehen. Der Sinn des Lebens, wie gesagt, eine sehr wichtige Frage. Viele haben danach gefragt, viele fragen sich, was ist der Sinn meines Lebens? Aber die allerwenigsten haben eine Antwort. Und das ist sehr traurig, denn ein Mensch, der keinen Sinn im Leben hat oder der keine Antwort darauf hat, ist ein unglücklicher Mensch. In den meisten Fällen. Natürlich wird keiner mir gegenüber das zugeben, wird diese Tatsache zugeben. Es wird jeder für sich selber behaupten wollen, nein, mir geht es gut, ich bin besser. Weil man kommt schlecht damit klar, zuzugeben, dass man einen Fehler hat in seiner Gedankenweise. Warum ist dieses Thema noch so wichtig? Wie gesagt, an erster Stelle auch für uns, um glücklich zu leben, denn ich bin sicher, dass es notwendig ist, zu wissen, was der Sinn des Lebens ist oder ein genaues Ziel, ein genaues Programm in seinem Leben zu haben.
Und auf der anderen Seite natürlich für das jenseitige Glück. Heutzutage, wenn man die Menschen fragt, was ist der Sinn deines Lebens, oder wenn man einen Menschen fragt, was ist der Sinn deines Lebens, da bekommt man üblicherweise 4 verschiedene Kategorien von Antworten. Ich habe in diesem Bereich schon Umfragen gestellt, deswegen, ich weiß, wovon ich rede, und ich bin mir sicher, wenn ich jetzt hier frage, was ist der Sinn deines Lebens, dass die meisten, zumindest die sich nicht intensiv mit Religion beschäftigt haben, beziehungsweise nicht intensiv mit dem Islam beschäftigt haben, dass sie nicht außerhalb dieser 4 Kategorien liegen mit der Angabe für ihren Sinn im Leben. Deswegen frage ich jetzt, und jeder soll das für sich selber beantworten, ohne aufzuzeigen, ich frage, was ist der Sinn deines Lebens? Was ist der Sinn ihres Lebens? Und dann warte ich mal kurz, ich zähle bis 10, und dann soll sich jeder mal seine Antwort, soll seine Antwort dann im Herzen tragen. Was ist deine Antwort? Was ist der Sinn deines Lebens? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So. Und ich bin davon überzeugt, aus Erfahrung heraus, der Sinn, der jetzt im Herzen vorhanden ist, oder der Unsinn, oder je nachdem, ja, der wird nicht aus diesen 4 Kategorien rausgehen. Der erste ist Sinn, den die Menschen angeben, oder die erste Antwort, die die Menschen angeben auf die Frage nach dem Sinn ihres Lebens, ist keine Ahnung. Und das ist vielleicht was die Antwort, die 95% der Menschen geben. Ich habe mal einen in Köln gefragt, was ist der Sinn deines Lebens? Hat er gesagt, das würde ich auch gern wissen. Auf Kölsch. Das würde ich auch gern wissen. Und das ist aber eine ehrliche Antwort. Alhamdulillah, diese Antwort ist eine ehrliche Antwort, weil viele andere, die geben irgendetwas an, damit sie nicht ohne Antwort dastehen. Weil man will ja nicht gerne zugeben, dass man keinen Sinn im Leben hat. Aber wie gesagt, 95% der Menschen sagen, keine Ahnung. Und natürlich, es ist kein Geheimnis für uns, dass jemand, der keinen Sinn im Leben hat, dass es ihm schwerfallen muss, ein glückliches Leben zu führen. Weil, egal was du tust, wenn du in die Schule gehst, wenn du irgendetwas machst, es hat alles seinen Sinn. Wenn du ein Haus baust, du baust das Haus, um einzuziehen, oder? Wenn du ihn fragst, warum baust du dein Haus, er wird nicht sagen, das weiß ich auch nicht. Ich habe keine Ahnung. Das gibt's nicht. Und wie kannst du mit diesem Bewusstsein leben, glücklich leben, mit dem Bewusstsein, keinen Sinn im Leben zu haben? Und wer ehrlich zu sich selber ist, der wird sagen, ja, das ist richtig. Der zweite Sinn, der angegeben wird, üblicherweise, ich könnte jetzt noch tiefer auf diese Frage, auf diese Antwort eingehen. Der zweite Sinn, der angegeben wird, der ist eng verwandt mit dem ersten sogenannten Sinn, nämlich keinen Sinn zu haben, ist, dass jemand sagt, mein Sinn im Leben ist Spaß haben. Spaß. Bungee-Jumping, Fallschirmspringen, Urlaub im Ballermann 6 und so. Aber ganz ehrlich gesagt, eigentlich diese Antwort, die ist sehr eng verwandt mit der ersten Antwort. Warum? Weil er weiß eigentlich auch nicht, was der Sinn in seinem Leben ist. Und da fällt ihm nichts Besseres ein, als zu sagen, ja okay, dann sagt er sich zu sich selber, wenn ich Spaß habe, habe ich Spaß. Also ist Spaß der Sinn meines Lebens. Und die persönliche Erfahrung, die ich gemacht habe, und die sicherlich auch viele von euch oder viele von Ihnen gemacht haben, ist, dass die Menschen, die diese Antwort geben, kurz vor der Zerstörung liegen. Man braucht sich nur, weil jemand, der sagt, Spaß ist der Sinn meines Lebens, was wird er sagen? Erstmal jeden Moment in seinem Leben, wo er keinen Spaß hat, der war umsonst, den wird er bereuen. Dann hört man den Spruch, den Slogan, ich darf ja nichts vom Leben verpassen. Samstags die Disco, sonntags die andere Disco, montags fahren wir nach Holland in die Disco, das ist zumindest bei uns im Rheinland der Fall. Ja? Und dann muss ich mir den Spaß erzwingen. Wenn der Spaß nicht kommt, muss ich mir den Spaß erzwingen. Ich gehe in die Disco, also ich nicht, aber so als Beispiel, ja. Und ich fühle mich gerade nicht so gut, ich habe den Kick gerade nicht. Wie kriege ich den Kick denn jetzt? Er will gerne ein Mädchen kennenlernen, aber er kriegt gerade die Zähne nicht auseinander. Ja. Dann muss er sich etwa eintrinken, damit er locker wird, damit die Muskeln locker werden. Alhamdulillah. Dann nimmt er sich vielleicht ein Pilzchen, damit er gut drauf ist. Dann fängt er an zu tanzen auf die Techno-Musik. Ja? Und
Wenn du ihn dann fragst, okay, du hast ja in deinem Leben, der Sinn deines Lebens ist Spaß, das sind meistens die Leute, die wirklich am unglücklichsten sind von allen. Weil in seinem Bewusstsein, wie ich eben schon erwähnt habe, ist es immer so, dass er sich sagt, ich habe irgendetwas verpasst. Und das ist eine Weisheit auch vom diesseitigen Leben, denn du kannst das diesseitige Leben niemals 100% genießen. Du wirst irgendwo in Urlaub fahren, es wird irgendein Makel geben. Nach 2 Wochen in dem Urlaub denkst du, ach, ich will gerne wieder nach Hause. Und freust dich, wenn du zu Hause ankommst. Mit deiner Frau, du wirst irgendwann mal Streit mit ihr haben. So ist der Lauf der Dinge. Das heißt, du wirst das Leben automatisch, wenn Spaß der Sinn deines Lebens ist, wirst du das Leben minderwertig ansehen. Weil das ist der Sinn deines Lebens. Spaß. Wie? Warum hast du das verpasst? Und du siehst tatsächlich Leute, die sich sagen, ich darf im Leben nichts verpassen. Und es ist kein Witz. Das ist etwas, was wahrscheinlich die meisten jungen Leute von uns wissen. Ich muss das alles mal gemacht haben. Bungee Jumping, dies, das und so weiter. Jetzt wird vielleicht jemand sagen, ach, was erzählt er da? Das ist nicht kein abstraktes Gelaber, das ist die Realität. Das ist das, was wir um uns herum sehen. Man braucht sich nur die Medien anzuschauen, womit wird dort Werbung gemacht. Man redet nicht umsonst von Spaßgesellschaft. Das sind nicht meine Worte. Fazit, derjenige, der das als Sinn im Leben angibt, hat auch keinen Sinn. Weil der Spaß wird spätestens aufhören, wenn er mit 85 Jahren zu Hause an seinem Bett gefesselt liegt, keiner ihn besuchen kommt und er gar nicht mehr weiß, wofür er lebt und nur noch wartet, bis der Tod kommt. Und davon haben wir in Deutschland Millionen Fälle. Nicht Hunderte, nicht Tausende, Millionen, die so leben. Nächster Fall. Und übrigens, um es noch zu erwähnen, glaub es mir, ich würde gerne eine Studie sehen von denjenigen, von den Tausenden in Deutschland, die sich nach der Disco mit ihrer Karosserie um den Baum gedreht haben und vielleicht querschnittsgelähmt aus dem Autounfall herausgehen, weil sie besoffen gewesen sind, betrunken. Und ich will gerne sehen, fragen, was war der Sinn vor in deinem Leben? Und glaub es mir, du wirst sehen, zu 90%, sie werden sagen, der Sinn in meinem Leben ist Spaß. Dass ich sogar diese Sache riskiere. Das war der zweite Sinn. Der dritte Sinn ist, den viele angeben, das ist dann schon eine etwas tiefgründigere Antwort, aber auch nicht tiefgründig genug. Wie gesagt, soll sich keiner beleidigt vorfinden, sondern soll jeder selber drüber nachdenken. Weil, wie gesagt, das ist nicht, weil ich besonders schlau bin oder so, sondern es sind meine Gedanken, das ist meine Erfahrung, weil ich halt mal ein bisschen Zeit gehabt habe, mich damit auseinanderzusetzen. Also ich bin nicht zu dem Wissen gekommen, sondern das Wissen ist zu mir gekommen in dem Sinne. Ja? Oder diese Eindrücke, sagen wir mal lieber, nicht das Wissen, diese Eindrücke. Der nächste Punkt ist, was viele Leute angeben als Sinn ihres Lebens ist dann, weil Spaß hört sich wieder so ein bisschen primitiv an, dann sagen sie, ja nee, der Sinn meines Lebens ist Zufriedenheit, glücklich sein. Aber Zufriedenheit, glücklich sein, das ist schön, oder? Wir Muslime, wir wollen auch glücklich und zufrieden sein. Aber wie definiert sich erstmal zufrieden sein und glücklich sein? Und zweitens, hat das Leben eines jeden Menschen eine Tendenz? Von jedem Menschen das Leben hat ein Hoch und ein Tief. Und geht hoch und runter, es kommen Probleme auf einen zu. Deswegen, zufrieden sein, glücklich sein, ist auch nicht der Sinn eines Lebens. Es ist ein Zustand. Und wir als Muslime wollen auch glücklich und zufrieden sein. Wir als Muslime wollen übrigens auch Spaß haben. Spaß haben ist in der Religion nicht verboten. Also steht nirgendwo geschrieben, ein Muslim muss so durch die Welt gehen. Immer böse gucken, damit die Leute auch Angst bekommen. Nein, das ist Quatsch. Sondern ein Muslim kann Spaß haben, aber erlaubt nicht Spaß. Nicht besoffen unter der Theke liegen, am nächsten Tag Kopfschmerzen haben. Oder ins Bordell fahren. Ja, aber erlaubt nicht Spaß. Alhamdulillah. Dann nächster Punkt ist, ja, zufrieden sein, glücklich sein. Und zufrieden sein, glücklich sein ist so, als da könnte man das Beispiel geben von jemandem, der in die Schule geht und sagt, dass der Sinn der Schule ist, Freunde kennenlernen, zufrieden sein. Ist das der Sinn der Schule? Nein. Der Sinn der Schule ist, dass du in der Schule etwas lernst, und danach einen Nutzen davon hast, zum Beispiel ein gutes Abschlusszeugnis bekommst,
beziehungsweise eine Allgemeinbildung erwirbst. Das ist der Sinn der Schule. Das heißt, das Ziel kommt danach. Der nächste Punkt ist, den einige angeben, das ist auch etwas, was viele Leute angeben, das ist irgendein Sinn verbunden. Mach mal die Kamera aus, sonst sehen die meine Haare hier unter der Mütze. Ist irgendein Sinn verbunden mit Familie, Hobby, Beruf? Ein Sinn verbunden mit Familie, Hobby, Beruf. Glaub mir, weißt du, wie viele Leute du fragen wirst? Ihr könnt das ruhig mal ausprobieren. So viele Leute, die den Vortrag gesehen haben, die haben das ausprobiert. Und sie haben gesagt, subhanallah, es stimmt wirklich, was du sagst. Es sind immer diese vier Kategorien, Familie, Hobby, Beruf. Was Familie angeht, so sagen wir natürlich, die Familie ist eine Sache, ist eine Angelegenheit. Jeder will gerne eine glückliche Familie haben. Jeder will gerne ein glücklicher Familienvater sein oder ein guter Familienvater oder eine gute Mutter. Und das sollte auch die Aufgabe eines Muslims sein. Nicht in der Spielhalle sitzen oder im Café Kaffee trinken, kommt die Frau vorbei, die Frau sitzt zu Hause und der Mann sitzt im Café und die Frauen kommen vorbei und er ist am Gucken und ist am Pfeifen. Ja, sondern es ist natürlich eine Aufgabe, und gerade eines Muslims, ein guter Familienvater zu sein. Das ist alles schön. Das ist alles gut und schön. Oder ein Beruf ist eine Notwendigkeit. Das heißt, jeder Mensch, außer diejenigen, die arbeitslos sind, aber jeder Mensch möchte irgendwie einen Beruf haben. Ja, weil das ist eine Notwendigkeit, um dein Leben zu finanzieren. Das ist der Grund, den Allah gemacht hat. Allah hat bestimmt, du sollst arbeiten gehen, damit du Geld verdienst und damit deine Familie versorgen kannst, beziehungsweise dich selber versorgen kannst. Eine normale Sache. Und natürlich solltest du in deiner Arbeit jemand sein, der die Arbeit ernst nimmt. Weil ansonsten kannst du keine Leistung bringen. Wenn du ein Arzt bist, dann musst du jemand sein, der den Beruf ernst nimmt. Wenn du ein Lehrer bist, solltest du diesen Beruf ernst nehmen. Egal, sogar in dem kleinsten Job solltest du diese Sache ernst nehmen. Das ist eine normale Sache. Oder ein Hobby. Die meisten Menschen, die meisten von uns haben ein bestimmtes Hobby. Oder? Ist das verboten? Nein. Es sei denn, kommt drauf an, was für ein Hobby ist. Ja? Es gibt ja verschiedene Hobbys. Es gibt zum Beispiel Leute, die haben das Hobby, die gehen dann in den Wald, wenn die Frösche da sind, die blasen die Frösche auf, bis die sterben. Ne? Solche Leute gibt es. Sowas wäre zum Beispiel ein Hobby, was verboten ist im Islam. Und das ist alles schön, aber dies ist wieder genauso, und da kann man wieder das Beispiel geben von der Schule. Das ist so, als wenn du jemanden hast, du fragst ihn, was ist der Sinn der Schule? Er sagt, der Sinn der Schule ist Biologie. Und der andere sagt, der Sinn der Schule ist Deutsch. Und der nächste sagt, der Sinn der Schule ist Mathematik. Genauso wie jemand, du fragst ihn, was ist der Sinn deines Lebens? Ja, ich will ein guter Doc, ich will ein guter Arzt sein, ich will ein guter Architekt sein und so weiter. Genau dasselbe. Aber diese Dinge, wie in der Schule, dein Fach, dein Lieblingsfach, das Fach, in dem du gut bist, das ist nicht der Sinn der Schule. Das ist etwas, wo Gott dir ein besonderes Talent gegeben hat. Was sollst du mit diesem Talent machen? Du sollst dieses Talent nutzen, weil Gott hat dir dieses Talent nicht umsonst gegeben. Aber es ist nicht der Sinn, sondern der Sinn ist, dass du aus der Schule rausgehst mit einem Abschlusszeugnis, beziehungsweise mit einer allgemeinen Bildung. Und so ist es auch im Leben, also wenn wir nachher drauf kommen. Das heißt, dieser Punkt, Familie, Hobby, Beruf ist kein Sinn, sondern es ist nur ein bestimmtes Talent, eine bestimmte Aufgabe, etwas, was dir Spaß macht. Und wir als Muslime, damit ich es nachher nicht vergesse, wir können Spaß haben bei unserem Sinn im Leben, zu dem wir gleich kommen. Wir können gleichzeitig und werden glücklich und zufrieden sein. Und gleichzeitig können wir einen Beruf haben, den wir ernst nehmen, ein Hobby haben, das wir lieben, und eine Familie haben, um die wir uns richtig kümmern sollen, wo wir ein guter Familienvater bzw. eine gute Mutter sein sollen. Kein Problem. Aber das ist alles kein Sinn. Das sind, wie gesagt, alles Zustände. Ich hoffe, dass das rübergekommen ist. Jetzt fragt man sich als allererstes, subhanallah, gepriesen sei Gott. Du fragst so viele Menschen nach dem Sinn im Leben und keiner kann dir eine Antwort geben. Woran liegt das? Wenn ich irgendjemanden frage nach dem Sinn, warum baust du dein Haus? Jeder wird sagen, ja, ich baue das Haus, um später einzuziehen oder um es zu vermieten. Jeder kann dir eine Antwort geben. Wenn ich frage, warum isst du? Man sagt ja, um Nährstoffe aufzunehmen. Das ist eine Notwendigkeit, um zu überleben. Wir müssen Kohlenhydrate, Eiweiße, Fette, Vitamine, Mineralien zu uns nehmen.
Jeder wird das sagen. Wenn ich jemanden frage, warum schläfst du? Warum schläfst du? Was ist der Sinn des Schlafens? Außer vielleicht der Langschläfer. Ich würde sagen, nicht gut träume. Aber der Sinn des Schlafens, jeder normale Mensch wird sagen, um sich auszuruhen, eine Notwendigkeit. Ein körperliches Bedürfnis. Ein körperliches Bedürfnis, was man erfüllen muss. So kannst, warum atmest du? Damit ich Sauerstoff aufnehme. So kannst du hunderte Fragen stellen und kannst dir hunderte verschiedene Menschen mit verschiedenen Sprachen an verschiedenen Orten der Welt stellen und jeder wird dir dieselbe Antwort geben mit der einen oder anderen Abweichung. Aber die geben dir alle dieselbe Antwort. Warum, wenn ich nach dem Sinn im Leben frage, hat keiner einen wirklichen Sinn? Oder was heißt keiner? Oder die meisten können dir keinen wirklichen Sinn angeben. Und oder jeder gibt irgendeine andere Sache an. Woran liegt das? Weil der Sinn im Leben ist ja auch eine Notwendigkeit für einen Menschen. Und hier gibt es zwei Gründe, die dazu führen, dass der Mensch keinen Sinn findet in seinem Leben. Der erste Grund ist, und der ist vor allen Dingen heute präsent, in der heutigen Zeit, ist, dass der Glaube an Gott verloren gegangen ist. Und der zweite Grund ist, dass die göttliche Rechtleitung nicht wahrgenommen wird. Denn derjenige, der uns erschaffen hat, der wird natürlich logischerweise auch die Antwort darauf haben, was der Sinn in unserem Leben ist. Und an dieser Stelle fangen wir als allererstes mal an, darüber zu reden, über die Zweifel, die erweckt werden bezüglich der Existenz Gottes, Existenz eines Schöpfergottes. Allah, der allmächtige Gott, macht uns im Koran an vielen Stellen darauf aufmerksam, in vielen Versen des Korans darauf aufmerksam, auf die Schöpfung des Himmels, der Erden, auf die Schöpfung der Bäume, auf die Schöpfung von uns selber, auf die Schöpfung, auf die Meere, auf die Berge, auf die Sonne, auf die Sterne. Er macht uns auf diese Schöpfung aufmerksam und weist darauf hin, an vielen Versen im Koran, dass diese Dinge nicht aus einem Zufall entstanden sein können. Warum? Wenn wir die Welt genau betrachten, schau dir das Universum an. Schau dir an, wie perfekt aufeinander abgestimmt beispielsweise der Abstand zwischen Erde und Sonne ist. Wenn die Sonne nur ein Stückchen weiter entfernt ist von der Erde, wird alles erfrieren, kann kein Leben entstehen. Ist die Sonne nur ein Stück zu nah an der Erde heran, wird alles verbrennen, wird alles verdunsten. Dann schau dir an, die Siedetemperatur vom Wasser, diese ganzen Dinge sind so perfekt aufeinander abgestimmt. Schau dir das Universum an. Dieser Planet, sagt man, ist ein Planet in diesem Sonnensystem. Und dieses Sonnensystem ist schon für uns unbegreiflich groß. Und dieses Sonnensystem ist eines von Millionen Konstellationen der Milchstraße. Und diese Milchstraße eine von Millionen Milchstraßen der Galaxie. Und man sagt, es gibt Millionen und Abermillionen von Galaxien und noch mehr. Und das ist vielleicht gerade mal der erste Himmel, weil Allah spricht im Koran, dass er 7 Himmel erschaffen hat. Und er sagt in einem Vers in Sure 67, وَلَكَدْ زَيَّنَّ السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ. Wir haben den Himmel der Erde mit Lampen geschmückt. Also die Sterne, die wie Lampen wirken, dass wir nachts etwas sehen können. Und das ist der Himmel von der Dunya, von der diesseitigen Welt. Das heißt, wir können davon ausgehen, dass es noch mehrere Himmel gibt, wo vielleicht keine Lampen sind. Dass das vielleicht gerade mal diese Galaxie, wo die Sterne sehen, gerade mal der erste Himmel ist. Gepriesen sei Gott. Überleg dir jetzt diese perfekte Konstellation, wie alles aufeinander abgestimmt ist. Hast du das zustande gebracht oder ist das kann das ein Zufall sein? Wenn wir eine Uhr haben und die läuft nach Maß, wird keiner auf die Idee kommen zu sagen, nee, da hat sich das Staubteilchen, die hat sich das Staubteilchen zusammengesetzt. Aber die Uhr des Universums, wie die Planetenkonstellation perfekt aufeinander abgestimmt ist, ist eine viel kompliziertere Uhr als irgendeine eine Uhr, die wir in diesem Jahrhundert hergestellt haben. Schauen wir uns unseren Körper an. Unser Körper, das menschliche Gehirn, wie es Informationen innerhalb von Millionen von Sekunden speichert, verarbeitet, weiterleitet. Guck mal, von dem Gehirn werden Dinge organisiert, werden Dinge geleitet, natürlich im ultimativen Sinne von Gott selber,
über die du gar nicht nachdenkst. Denk mal über deine Nieren nach. Deine Nieren, innerhalb derselben Zeit hunderte chemische Analysen. Die Kläranlage des Körpers. Und die arbeitet Tag ein, Tag aus. 50, 60, 70 Jahre. Dein Herz pumpt das Blut durch den Körper. 50, 60, 70 Jahre. Subhanallah. Deine Augen, die menschliche Videokamera. Wenn jemand auf der Straße eine Videokamera finden würde und man würde zu ihm sagen, ja, ich sehe keinen, der die Videokamera gebaut hat, die hat sich bestimmt aus Staubteilchen zusammengesetzt. Man würde zu ihm sagen, was ist los mit dir? Was ist mit unserer Videokamera? Die Augen, ich schaue jetzt auf das Mikrofon. Eine Zehntelsekunde später schaue ich hinten an die Wand. Die Augen stellen sich darauf ein, stellen sich auf Farben ein. Diese Farben, diese Bilder werden im Gehirn verarbeitet, sodass ich Bilder sehe. Wie kompliziert ist das? Wo kommt das her? Wer hat das gemacht? Was steckt dahinter? Wenn wir nicht mal akzeptieren können, dass so ein billiges Mikrofon hier, ich möchte nicht den Hersteller des Mikrofons beleidigen, nicht ohne einen Schöpfer entstanden sein kann. Wie können wir akzeptieren, dass wir selber entstanden sind durch einen Zufall? Ich habe vor kurzem mit jemandem geredet, um genau zu sein, vorgestern, da meinte jemand zu mir, er ist skeptisch bezüglich der Existenz von Gott. Und er glaubt, das Leben ist durch einen Zufall entstanden. Ich habe zu ihm gesagt, du bist skeptisch gegenüber der Existenz von Gott? Dann musst du ja erst recht skeptisch sein, dass so etwas entstanden ist, aus dem Nichts. Wenn ich 10 Murmeln in eine Tüte tue und rühre diese und schüttel diese Tüte und sage zu dir, komm, hol Murmel Nummer 1 raus. Also ich habe die Murmeln nummeriert. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hol Murmel Nummer 1 raus. Und tatsächlich, er greift rein und er hat Murmel Nummer 1. Jetzt hol Murmel Nummer 2. Und er schaut nicht rein, greift rein, holt Murmel Nummer 2. Und dann Nummer 3 und Nummer 4 und Nummer 5 bis 10. Wisst ihr, was die Wahrscheinlichkeit dafür ist, dass er die alle 10 in einer Reihenfolge rausholt? 26 Millionen zu 1. Kannst du dir das vorstellen? Was ist jetzt die Wahrscheinlichkeit, und dessen sollte man sich bewusst sein, für das zufällige Entstehen einer Boeing 747? Was ist die Wahrscheinlichkeit? Wissenschaftler sagen, eine einzige menschliche Zelle, denn viele von uns haben bestimmt Genetik auch in der Schule gehabt und haben auch gelernt, wie eine Zelle aufgebaut, wie Chromosomen aufgebaut sind und so weiter, ja, Zellbiologie und so weiter. Und man weiß, die besteht aus Mitochondrien. Eine Zelle ist eigentlich aufgebaut wie eine Fabrikanlage. Welche Stoffe gehen rein, welche Stoffe gehen raus und so weiter. Unheimlich kompliziert. Die Wissenschaftler sagen, das zufällige Entstehen einer einzigen menschlichen Zelle ist so, als wenn über einen Schrottplatz ein Wirbelwind weht. Und dann bauen sich die Schrottteile willkürlich, zufällig, zu einer startklaren Boeing 747 zusammen. Ist das rational? Oder ist das irrational? Das ist total irrational. Das heißt, und das ist das, was Gott im Koran sagt, dass Gott uns in diesen Zeichen, im Wechsel von Tag und Nacht, in der Schöpfung der Himmel und der Erde, in uns selber Zeichen gegeben hat für seine Existenz. Ganz deutlich. Wer wirklich zu sich ehrlich ist. Und natürlich, wir haben es nicht nur mit Tatsachen zu tun wie diesen, wir haben es auch noch mit Zeugenaussagen zu tun. Also wenn man einen Mord sehen würde, da ist eine Leiche zerstückelt, ja, dann wird man sagen, oder, den muss jemand getötet haben. Ne? Das Messer steckt noch im Herz drin, den muss jemand getötet haben, oder? So, und jetzt hast du einen Zeugen, der sagt, ich habe diesen Mann gesehen, der ist dorthin gegangen, vor einem Gericht in Deutschland. Wie würde der Fall ausgehen? Und du findest die Fingerabdrücke von diesem Mann auf dem Messer. Würde dieser Mann mit einem Freispruch weggehen? Nein. Und wir sehen überall in der Schöpfung die Zeichen vom Allmächtigen Gottes. Der Allmächtige ist, der Allwissend ist. Überall. Jetzt, was haben wir noch dazu? Wir haben es auch noch mit Zeugen zu tun. Nicht mit einem, nicht mit zwei, mit über 100.000 Zeugen. Mit den Propheten. Denn wir Muslime wissen durch den Koran, dass oder der allmächtige Gott berichtet im Koran, dass nicht nur Propheten gesandt worden sind, unten, Palästina, Mesopotamien, Ägypten, Arabien,
sondern dass Propheten gesandt worden sind zu jedem Volk in der Welt mit einer Botschaft: dient Gott allein und vermeidet die Anbetung der anderen. Diese Hunderttausenden, über 100.000 Propheten, waren Zeugen dafür, weil sie eine Offenbarung, eine direkte Offenbarung bekommen haben. Die rechtschaffenen Menschen, die es heute noch gibt, sind Zeugen dafür. Jetzt fragen wir uns, okay, was haben die Leute davon gehabt, zu predigen von der Existenz Gottes? Was hat Moses davon gehabt, dass der Pharao ihn jagt und er vor dem Meer steht und er das Meer teilt, aber sie hätten ihn fast bekommen und vernichtet? Was hat Jesus davon gehabt, dass sie ihn gejagt hat, dass er die Botschaft von Gott gebracht hat, dass sie ihn versucht haben zu töten? Ist nicht getötet worden, Gott hat ihn gerettet, Alhamdulillah. Weil Jesus ist nicht am Kreuz gestorben, weil ein Prophet sagt nicht am Kreuz: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ein Prophet würde sowas niemals sagen, geschweige denn der Sohn Gottes, der gekommen wäre, um getötet zu werden. Muhammad sallallahu alaihi, was hat er davon gehabt? Er war vor dem Islam reich, nach dem Islam, wo hat er gelebt? In einer Lehmhütte Palmfaser-Matratze hat er geschlafen, dass er Abdrücke von der Matratze auf seinem Gesicht hatte und manchmal nichts zu essen hatte. Subhanallah. Das sind auch noch die Zeugen. Das heißt, die Sache ist ganz eindeutig für die Existenz Gottes. Und da gibt es gar keinen Zweifel. Jetzt kommen natürlich noch Leute mit Zweifeln. Und ich sage bewusst mit Zweifeln. Denn es ist kein Mensch da, es gibt keinen Menschen, der sagen kann, es gibt keinen Gott, ich weiß 100%, dass es keinen Gott gibt. Gibt es keinen. Es gibt nur Leute, die sagen können, ich zweifle daran. Und da gibt es meistens drei Gründe. Drei Zweifel. Erstens, ich habe ihn noch nicht gesehen. Das ist unsere Antwort darauf. Ganz einfach, unsere Antwort ist, ich habe ihn auch noch nicht gesehen. Alhamdulillah. Warum? Weil Allah sagt doch im Koran ganz deutlich, dass wir ihn im Diesseits nicht sehen können. La tudrikul absar, wa huwa yudrikul absar. Ihn nimmt die Blicke nicht wahr, aber er nimmt die Blicke wahr. Subhanallah. Also, dann ist schon mal klar, das ist kein Widerspruch zu der Nicht-Existenz Gott. Das spricht nicht, ist kein Beweis für die Nicht-Existenz Gottes. Und übrigens haben wir es mit tausenden, Millionen Sachen zu tun, von denen wir gehört haben, an die wir glauben und die wir nie gesehen haben. Hast du schon mal Strom gesehen? Nee, du siehst das Licht. Aber den Strom siehst du nicht, weil Strom ist unsichtbar für dich. Du kannst es wahrnehmen durch das Licht, was du siehst, durch das, was der Strom erzeugt. Aber genauso kannst du auch Gott wahrnehmen, indem du siehst, was der Schöpfer erschaffen hat. Viele Dinge, Liebe, du siehst die Auswirkung von Liebe, aber es ist etwas, was man nicht sehen kann. Intelligenz, du siehst die Auswirkung von Intelligenz, aber selber Intelligenz kannst du nicht sehen. Und viele Sachen, geschichtliche Sachen, historische Sachen, von denen du gehört hast, die du glaubst, die du nicht gesehen hast. Oder hat jemand Caesar, Julius Caesar gesehen? Man hat von ihm gehört, man sieht die Zeichen von ihm, man sieht in den Schriften, es wird geschrieben, ihn gab es, aber warum war es kein Märchen gewesen? Aber hier sehen wir die Schrift, hier sehen wir das Ergebnis vom Schöpfer, die Schöpfung. Tausende Beispiele. Also das war Punkt 1. Punkt 2 ist, jemand sagt, wenn es Gott gibt, warum gibt es dann so viele Ungerechtigkeiten in der Welt? Und dies ist erstmal kein Beweis, dass es keinen Gott gibt. Dies ist nur ein Beweis dafür, dass du die Wege von Gott nicht erkannt hast. Weil du hast immer nur gehört, der liebe Gott, der liebe Gott, der liebe Gott, der liebe Gott, der liebe Gott. Und dann denkst du, warum kommt es zu einem Erdbeben? Warum kommt es zu einer Flut? Warum haben Menschen Krankheiten? Warum gibt es Raub, Mord, Diebstahl? Warum? Das ist eine Frage, die man sich stellt. Ich werde dieses Thema heute nicht intensiv angreifen oder durchgehen, nur einige Punkte dazu erwähnen. Das kann natürlich dann niemand verstehen. Es hat einmal eine Theologin gesagt, eine Theologin, nach dem Tsunami-Unglück, da hat sie gesagt, wenn ich Gott begegnen werde am jüngsten Tag, dann soll er sich warm anziehen. Subhanallah. Da siehst du, dass manche Leute einfach gar nicht wissen, mit wem sie es zu tun haben. Die Sache ist ganz einfach. Gott hat das Gute und das Schlechte erschaffen. Aber das Schlechte wird ihm nicht zugeschrieben.
Weil das Schlechte, was er erschaffen hat, oder das, was uns schlecht erscheint, hat einen guten Sinn hinter sich. Welchen? Beispielsweise Krankheit. Was ist der positive Effekt von Krankheit? Beispielsweise, dass du Antikörper entwickelst. Beispielsweise, dass du kennenlernst, dass du die Gnade kennenlernst, dass du gesund bist. Hättest du die Gesundheit erkannt, wenn du niemals krank gewesen wärst? Was ist mit Bestrafungen, die passiert sind? Auch in der damaligen Zeit, wo Gott beispielsweise das Volk von Lut zerstört hat. Dadurch siehst du, dass du nach den Prinzipien von Gott leben musst. Ist eine Lehre für dich. Beispielsweise, dass der Satan erschaffen worden ist. Der Satan ist schlecht, oder? Aber wenn es den Satan nicht gäbe, gäbe es niemanden, der sich gegen den Satan auflehnt, der gegen den Satan kämpft. Und diese ganzen Weisheiten, das könnte man noch tiefgründiger angehen, das Thema. Aber eine Sache ganz einfach, eine Sache, die man auch verstehen muss, das diesseitige Leben ist nicht das Leben für der Gerechtigkeit. Das sagt Allah im Koran. Allah sagt im Koran, فَالْيَوْمَ لَتُذْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. Heute wird keiner Seele Unrecht getan und es wird jedem nur das vergolten, was er getan hat. Das spricht vom jüngsten Tag. Denn das Problem der meisten Leute ist, dass sie sagen, es gibt Ungerechtigkeiten, ist, weil ihr Sinn im Leben, wie ich schon gesagt habe, auf das diesseitige Leben fixiert ist. Und daher sagen sie, warte mal, mein Sinn im Leben ist sparsam, zufrieden sein, dies, das. Warum hat Gott mich nicht erschaffen, dass ich ewig lebe, dass ich nie krank bin, dass ich einfach zufrieden bin, dies? Aber das ist nicht das Schema von Gott. Denn Gott sagt im Koran, الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. Der Leben und Tod erschaffen hat, um euch auf die Probe zu stellen, wer die besten Taten macht. Ist nicht meine Erfindung, das ist die Erfindung, das ist das, was der allmächtige Gott bestimmt hat. Und wenn du dieses Prinzip verstanden hast, und wenn du verstanden hast, dass derjenige, der in diesseits am unglücklichsten gelebt hat, wenn er auch nur eine Zehntelsekunde ins Paradies eingeht, dass Gott ihn für alles entschädigen kann. Und dass derjenige, der in dieser Welt ein Übeltäter war und der mit seinem Leben davongekommen ist und mit seinem Reichtum davongekommen ist und mit seinen schlechten Taten davongekommen ist und von den Menschen sogar noch geehrt wurde und als edel angesehen wurde, wenn du weißt, dass Gott ihn im Jenseits für alle Ewigkeit bestrafen kann und wenn er nur eine Sekunde, eine Zehntelsekunde in die Hölle geht, alles von seinen Gnadengaben im Diesseits vergessen wird, dann gibt es keinen Widerspruch mehr zwischen der Existenz des allmächtigen Gottes und zwischen dem, was wir offensichtlich sehen, zwischen Ungerechtigkeiten in dieser Welt. Das ist die Antwort. Andere Leute sagen nein. Gott wollte nicht, dass Unglück passiert. Deswegen sind so viele Leute vom Glauben abgefallen. Gott wollte nicht, dass es Krankheiten gibt. Dann frage ich, Gott wollte nicht, dass etwas passiert. Dann frage ich dich, wer wollte das denn? Dann sagt er, der Satan wollte das. Sag ich, der Satan wollte das? Dann musst du den Satan anbeten, weil der Satan wollte das und Gott wollte das nicht. Dann sieht es so aus. Wie gesagt, Gott ist gut. Und alles, was er erschafft, hat einen guten Sinn hinter sich. Auch wenn es offensichtlich für uns zwischen gut und schlecht, zwischen gut und böse unterschieden wird. Der dritte Grund für die Zweifler ist, dass gesagt wird, weil ich habe ja gesagt, es gibt niemanden, der sich voll überzeugt sein kann, dass es Gott nicht gibt. Wie gesagt, nur einige Leute haben das Wesen von Gott nicht verstanden. Der dritte Punkt, den sie erwähnen, ist der Wunschkonzertgrund. Ja, ich glaube nicht an Gott, weil meine Katze, die ist gestorben, als ich 10 Jahre alt war, die ist plattgefahren worden vom LKW, deswegen glaube ich nicht an Gott. Das ist eng verwandt mit dem zweiten Grund, aber so sind viele Leute. Wenn es Gott gibt, warum bin ich kein Millionär? Original, sowas habe ich schon gehört. Warum? Weil dieser Mensch wieder im Sinn seines Lebens
Oh wei. Der Strom ist ausgefallen. Sie wollen uns überfallen. Sie wollen uns holen. Hallo? Ah, es geht wieder. Alhamdulillah. Sehr gut. Warum? Weil sie wieder mit dem Sinn ihres Lebens auf das Diesseits fixiert sind und sagen, ja, zumindest dem reich sein, schön sein, cool sein, Auto haben, Haus haben, Frauen haben, dies haben, Geld haben, Weltreise machen und ich schaffe das nicht. Ja, Gott ist doch lieb, warum ist das nicht passiert? Vielleicht ist es für dich gar nicht gut, dass du die Weltreise machst. Weil vielleicht hättest du auf dieser Weltreise etwas Schlechtes gemacht. Vielleicht ist es für dich gar nicht gut, dass du reich geworden bist. Weil vielleicht hättest du dein Geld benutzt für Dinge, die schlecht sind. Vielleicht ist es für dich gar nicht gut, das dicke Auto zu haben, weil vielleicht wärst du damit hochmütig geworden und wärst die Klippen herabgefahren. Alhamdulillah. Deswegen, du weißt nie, welche Weisheit hinter dem steckt, was Gott dir gegeben hat und was er dir nicht gegeben hat. Alhamdulillah. Hier gibt es also keinen Zweifel mehr für die Existenz Gottes. Jetzt fragen wir uns natürlich als nächstes, wenn es Gott gibt und es gibt Gott und er hat uns Menschen mit einer bestimmten Natur erschaffen, mit bestimmten Fähigkeiten erschaffen, dass wir fragen, wo kommen wir her, wo gehen wir hin, was ist der Sinn unseres Lebens? Und Gott hat das nicht umsonst erschaffen, sondern steckt ein Sinn hinter. Und dass wir dieses Bewusstsein haben, nach diesen Fragen zu fragen, zeigt, dass es für diese Fragen eine Antwort geben muss. Wo finden wir jetzt diese Antworten? Wo finden wir die Antwort darauf? Wir sagen ganz deutlich, Gott hat uns nicht ohne Führung gelassen, sondern er hat zu jeder Zeit Gesandte gehabt. Oder hat der erste Prophet Gottes war Adam a.s. gewesen. Derjenige, der vor dem Schirk, das erste Mal, als der Schirk, die Vielgötterei aufgetreten ist, gewarnt hat, weil der erste war Noah, Nuh a.s. Und so kamen die Propheten zu verschiedenen Zeiten an verschiedenen Orten. Und das ist auch unsere Antwort, warum es so viele verschiedene Religionen gibt. Denn wir sagen, dass wir können das natürlich nicht bei allen Religionen bezeugen, aber wir sagen, dass die meisten Religionen einen wahren Kern haben. Dass vielleicht ursprünglich ein Prophet dort gewesen ist, der verkündet hat, diene Gott alleine, vermeide die Anbetung der falschen Götter, so wie Gott sagt in Sure 16, Vers 36. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Wir haben in jeder Gemeinschaft Gesandte geweckt, dass sie den Menschen lehren, dient dem einen wahren Gott allein und vermeidet die Anbetung der falschen Götter, dient dem Schöpfer und nicht der Schöpfung. Aber was haben die Menschen daraus gemacht? Sie haben daraus die Religion verändert. Du findest beispielsweise monotheistische Strukturen, beispielsweise in Religionen der Afrikaner, die heutzutage, oder was heißt Afrika, gibt es sowieso viele Christen und Juden und Muslime auch, aber du findest bei den, sagen wir mal, bei den Stammesreligionen im Dschungel und so, du findest dort auch monotheistische Strukturen, dass es dort den Glauben gibt, wir dienen zwar Götzen, aber wir glauben, da gibt es einen Obergott. Und dieses übrigens, wo viele Menschen heutzutage, die sich monotheistisch nennen, auch in die Falle gefallen sind. Sie beten, sagen, Gott hat uns erschaffen, aber wir haben einen Gott, der ist unser Schöpfer, einen Gott, der ist unser Retter, einen Gott und so weiter ist die göttliche Kraft. Oder sie sagen, wenn wir etwas verloren haben, beten wir zu dem. Wenn wir auf die Reise gehen, beten wir zu dem. Und. Wenn wir Regen haben wollen, schönes Wetter haben wollen, beten wir zu dem. Es ist genau dasselbe Prinzip wie bei diesen Religionen, die als Götzendienst angesehen werden. Genau dasselbe in Grün. Wir sagen als Muslime, wenn wir beten, beten wir nicht zu Mohammed, nicht zu Jesus, nicht zu Maria, nicht zu Moses, nicht zu Abraham, sondern wir beten zu demjenigen, der die erschaffen hat und zu dem diese Menschen gebetet haben. Zu wem hat Jesus gebetet? Isa a.s. Matthäus 26, Vers 39. Und er ging drei Schritte weiter und fiel mit seinem Angesicht zu Boden und betete. Betet er zu sich selber? Er betet zu dem allmächtigen Gott, zu seinem Schöpfer. Und wir Muslime beten nur zu dem Schöpfer von Jesus a.s. Diese Strukturen, um darauf zurückzukommen, du findest zum Beispiel
In einigen afrikanischen Religionen findest du Strukturen, die davon sprechen, es gibt einen Gott, dem nichts gleich ist und so weiter und so fort. Du findest bei den Aborigines eine Religion, die sagen, der Gott heißt Atnatu und das ist der von nichts bedürftig ist. Du findest im Hinduismus Strukturen, die, wie zum Beispiel, Hinduismus glaubt eigentlich an einen Schöpfergott, den nennen sie Vishnu oder Brahma, je nachdem, aber sie beten verschiedene Götzen für verschiedene Dinge an und sagen, hier ist der allmächtige Gott inkarniert bzw. manifestiert und so weiter und so fort. Aber im Endeffekt, in dem eigentlichen Glauben, glauben sie, dass der Schöpfer von allem ein Gott ist. Ist dort vorhanden. Das lässt für uns die Vermutung zu, dass wir vermuten, dass hier auch die Schriften wie Bhagavad Gita und so weiter, wird im Koran nicht erwähnt, Vedas, dass das auch einen göttlichen Ursprung haben kann, der später verändert worden ist von Menschen. Wir bezeugen dies nicht, weil es nicht im Koran steht, aber wir sagen, es ist möglich. Von den Schriften, von denen wir es bezeugen, dass es einen göttlichen Ursprung hat, ist die Tora und das Evangelium. Aber worauf ich hinaus wollte, ist, dass der allmächtige Gott immer Gesandte geschickt hat mit den Botschaften, dass die Menschen diese Botschaften verändert haben. Wie ist es jetzt mit den führenden Weltreligionen, beziehungsweise den zwei führenden Weltreligionen? Wie kommt jetzt jemand dazu, ein Ex-Christ dazu, anstatt das Christentum zu wählen, weil ich habe gesagt, wir brauchen eine göttliche Botschaft, wie kommt er dazu, stattdessen den Koran zu wählen? Wie kommt er dazu? Und hier möchte ich niemanden beleidigen, sondern möchte dazu auffordern, sich da selber Gedanken darüber zu machen. Ja? Als allererstes ist die Frage nach der Authentizität der Schriften. Der Koran sagt ganz eindeutig, dass Tora und Evangelium im Ursprung göttliche Bücher sind, aber dass sie verändert worden sind von Menschenhand. Viele Christen haben in dieser Sache ein Missverständnis. Sie denken, guck mal, Allah sagt doch im Koran, glaubt an das, was vor euch herabgesandt worden ist. Also da müsst ihr an die Bibel glauben. Und in der Bibel sind einige Dinge, die sich von dem, an das ihr glaubt, unterscheiden. Zum Beispiel, wenn man das Neue Testament betrachtet, nicht das Alte Testament, die Notwendigkeit des Opfertodes, dass Gott für die Sünden der Menschen stirbt, durch den Apostel Paulus definiert. Warum glaubt ihr nicht daran? Wir sagen ganz eindeutig, im Koran steht, glaub an das, was herabgesandt worden ist, aber an anderer Stelle steht, Sure 2, Vers 75, أَفَتَتْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيكُمْ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا قَلُوهُمْ يَعْلَمُونَ. Habt ihr Hoffnung, dass sie euch glauben? Und ein Teil von ihnen hat die Schrift schon gehört und verstanden und darauf wissentlich verdreht. Dann im selben Atemzug liest du in Vers 79 derselben Sure: فَوَيْلُ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا. Wehe denjenigen, die das Buch mit ihrer eigenen Hand schreiben und danach sagen, dies ist von Gott, um damit einen geringen Preis zu erkaufen. Das ist unsere Haltung gegenüber der Schriften. Das, was heute als Bibel bekannt ist, nun nicht, dass sich jemand beleidigt vorkommt, aber das ist unsere Haltung, das ist unser Glaube. Jetzt, okay, dann fragt man sich natürlich, okay, wie kann ich das beweisen mit der Bibel? Weil vielleicht sagt jemand zu dir, die meisten Christen heutzutage sagen, es stimmt, dass die Bibel ist vermischt mit Gottes Wort und Menschenwort und so weiter. Die meisten, katholische Kirche, normale protestantische Kirche. Es gibt einige Freikirchen, die sagen, nein, ist alles Wort für Wort von Gott inspiriert. Oder Zeugen Jehovas sagen, ist alles von Gott inspiriert. Und ich habe hier eine Bibel der Zeugen Jehovas, die ist eigentlich fast genau dasselbe wie die protestantische Bibel. Weil wir es die evangelische und die katholische Bibel, oder die evangelische und die protestantische Bibel, die protestantische Bibel hat 7 Bücher weniger. Also die protestantische Bibel hat 66 Kapitel, die katholische Bibel hat 73 Bücher, weil im Alten Testament haben sie 7 Bücher mehr, die sie als authentisch akzeptiert haben, die Protestanten aber nicht als authentisch akzeptiert haben. Hier ist schon ein Problem für mich, ja, wenn jemand Christ werden will, ja, welche Bibel ist denn jetzt richtig? Sind die 7 Bücher authentisch oder nicht? Nach welchen Kriterien sage ich, das ist authentisch, das ist nicht authentisch?
Jetzt schaue ich mir zum Beispiel an, ich frage als allererstes, wer hat die Bibel geschrieben? Sondern wem ist die offenbart worden? Und hier habe ich jetzt eine Bibel von Zeugen Jehovas, wie gesagt, fast dasselbe. Und die haben hier hinten ein Inhaltsverzeichnis drin, wo steht, wer die Bücher geschrieben hat, wann die aufgeschrieben worden sind und wer es gewesen ist, der Schreiber. Vor 20 Jahren hatten sie ein Inhaltsverzeichnis hier gehabt. Da stand dann immer 1. Buch Moses, Schreiber unbekannt. 2. Buch Moses, Schreiber unbekannt. 3. Buch Moses, Schreiber unbekannt. 4. Buch Moses, Schreiber unbekannt. Und wenn man eine Einheitsübersetzung von der katholischen Bibel findet, da wird man auch sehen, dass immer vor den Kapiteln steht, wer das Buch geschrieben hat. Und man findet zum Beispiel Matthäus Evangelium, es war wahrscheinlich der Zöllner von Kapernaum. Und dass öffentlich zugegeben wird, dass man sich nicht ganz sicher ist, wer die Briefe geschrieben hat. Jetzt, damals haben dann die Muslime gesagt zu ihnen, wenn du einen Zettel auf der Straße finden würdest und da würde draufstehen, bete 40 Mal am Tag, würdest du dann beten? Da haben sie gesagt, nee. Ja, warum nicht? Ja, ich weiß ja gar nicht, wer es geschrieben hat. Und dann sind sie dann zu den Zeugen Jehovas gegangen und haben gesagt, ja, guck mal in deiner Bibel hin, du hast das Inhaltsverzeichnis, genau wie die Katholiken das auch sagen, und du weißt ja gar nicht, wer es geschrieben hat. Schreiber unbekannt, 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 unbekannt. Jetzt natürlich, 20, 30 Jahre später, steht natürlich hier, 1. Buch Moses, Schreiber Moses. 2. Buch Moses, Schreiber Moses. 3. Buch Moses, Schreiber Moses. 4. Buch Moses, Schreiber Moses, 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 Moses. Ja? Und auf den anderen Büchern auch, je nachdem. Aber da muss man das Kleingedruckte beachten. Zum Beispiel bei Psalmen steht David und andere. Wer sind die anderen? Dann steht hier hinten, wie gesagt, ich will niemanden beleidigen, das sind meine Gedanken dazu, kann noch jemand eventuell andere Gedanken dazu haben. Hinten steht, hier, ich habe das extra markiert, aber das liest natürlich keiner hier, ja? Die Namen der Schreiber einiger Bücher sowie der Ort ihrer Niederschrift sind ungewiss. Viele Zeitangaben sind nur andere Angaben, das heißt, sie geben hinten zu, dass eigentlich nicht sicher ist. Dann lese ich die Bibel und da steht dann im 5. Buch Moses, Deuteronomium, für die Katholiken sind, steht in Kapitel 34, schreibt Moses. Moses schreibt jetzt und jeder soll sich das anhören, was Moses schreibt. Weil Moses ist ja der Schreiber vom 5. Buch Moses, steht ja hinten bei den Zeugen Jehovas. Danach starb Moses, der Knecht Gottes, die schreiben natürlich Jehovas, dort im Land Moab auf dem Befehl Gottes. Und er, also Gott, begrub ihn, also Moses schreibt, er wird begraben, er begrub ihn dann im Tal, im Land Moab, vor Bet Peor, und niemand kennt sein Grab bis auf den heutigen Tag. Und es geht weiter und weiter und weiter, und dann wird gesagt, und die Söhne Israels beweinen Moses dann in den Wüstenebenen Moabs 30 Tage lang, schließlich wurden die Tage des Weinens der Trauerzeit um Moses vollendet. Also Moses beschreibt, wie die Leute über ihn getrauert haben, und davon gibt es viele Beispiele in der Bibel, die ganz eindeutig zeigen, für mich, ich weiß nicht, was man dagegen sagen will, dass das nicht von Moses geschrieben wurde. So, Neue Testament noch mehr. Dann finden wir einige Sachen, die sehr bedenklich sind. Beispielsweise im Neuen Testament finden wir den Tod von Judas. In Matthäus 27 steht, Vers 4, um genau zu sein, dass Judas, nachdem er Jesus angeblich verraten hat, hat er Geld bekommen für seinen Verrat und dann hat er ein schlechtes Gewissen bekommen. Es tat ihm weh in seinem Herzen. Warum habe ich ihn verraten, diese unschuldige Seele? Und dann geht er zu den Pharisäern in die Synagoge und sagt, ich will dieses Geld nicht mehr haben. An diesem Geld ist unschuldiges Blut behaftet. Was heißt das? Er will sich von dem Geld nichts mehr kaufen, richtig? Richtig. Dann sagen die Pharisäer, was wollen wir mit deinem Geld? Da ist Blut dran. Das ist uns doch egal, nach dem Motto. Und dann nimmt er das Geld und schmeißt das Geld in den Tempel, geht hin und erhängt sich. So jetzt, Apostelgeschichte 1, Vers 18 steht, Judas, für den Verrat, für die Übeltat, mit dem Geld, hat er sich einen Acker gekauft. Also hat das Geld nicht weggeschmissen, sondern hat sich einen Acker davon gekauft. Und auf dem Acker ist er hingestürzt und sein Leib barst auseinander und seine Eingeweide fielen hinaus. So, einmal erhangen, einmal Eingeweide fielen hinaus. Jetzt, natürlich, als allererst das griechische Wort, wir haben erhängen und wir haben aufgehangen. Aufgehangen heißt, du hängst vielleicht, bewegst dich,
der Ast bricht und dann fällst du runter und die Eingeweide fallen heraus. Aber erhangen heißt, Punkt, angestochen, erstochen. Rein sprachlich, und das griechische Wort heißt erhangen, der ist beim Erhängen gestorben. Danach ist der Körper tot. Weil einige wollen einem dann weismachen, dass es heißt, er hat sich erhangen, dann ist der Ast gebrochen, dann fiel er vorne über und die Eingeweide fielen dann hinaus. Der Leib war auseinander, die Eingeweide fielen hinaus. Zuallererst ist die Bibel eine chronologische Geschichte. Es ist nicht wie der Koran, wo hier eine Information ist und da eine chronologische Geschichte. Das als allererstes. Zweite Sache ist, jetzt kommen wir aber nicht aus dem anderen Problem hinaus. Und jeder, der ehrlich ist zu sich selber, wird das erkennen, dass hier steht, dass er das Geld nicht haben wollte, den Pharisäern gab. Und hier steht, er hat sich von dem Geld einen Acker gekauft. Man findet, dann wird versucht, einen Ausweg aus diesem Widerspruch zu finden. Dann wird gesagt, ja, er hat das Geld, er hat eigentlich den Acker gekauft, weil er hat den Pharisäern das Geld gegeben und ihnen die Aufgabe gegeben, diesen Acker zu kaufen. So wie zum Beispiel, ich sage zu dir, bitte geh zu diesem Mann, kauf mir ein Getränk. Geh in die Tankstelle, kannst du mit dem Getränk kaufen, ich will kurz auf Toilette gehen, je nachdem, Beispiel. Das heißt, ich habe es gekauft, aber du hast es gekauft. Ja? Das heißt, du hast das Geld übergeben, du hast es gekauft, ich kann sagen, du hast es gekauft, ich kann sagen, ich habe es gekauft, weil du hast es in meinem Auftrag gekauft. Aber wer ganz ehrlich ist zu sich selber, sieht, dass dies absolut nicht zutrifft auf diese Geschichte. Denn er sagt nicht zu ihnen, hier habt ihr das Geld, kauft mir bitte einen Acker. Er sagt, mit diesem Geld will ich nichts zu tun haben. Das heißt, erstmal, der Widerspruch ist sowieso schon mit dem Erhangen. Er will nichts mit dem Geld zu tun haben. Und sie sagen, wir wollen auch nichts mit deinem Geld zu tun haben. Weil in Matthäus steht dann nachher, dass sie diesen Blutacker gekauft haben. Er sagt, ich will nichts damit zu tun haben. Das heißt, er will damit nichts mehr kaufen. Dann hat diese Sache gar keinen Sinn. Und er nimmt das Geld und schmeißt es in den Tempel. Und das zeigt, dass dies ein ganz eindeutiger Widerspruch ist von drei Seiten. Erstens, erhangen, hingefallen. Zweite Sache, Geldübergabe. Und wer hat den Acker gekauft? Drei Punkte. Punkt. Andere Sache, Jesus, um nur ein Beispiel noch zu nennen, im Matthäus-Evangelium steht, dass Jesus andeutet, dass Elia schon wiedergeboren ist und die Jünger verstanden, dass es Johannes der Täufer war. Dann steht später, 1. Johannes steht, Johannes wird gefragt, Johannes der Täufer, bist du der Christus? Christus heißt der Gesalbte, auf Griechisch Christos, El Messias, der Messias. Er sagt, nein, ich bin es nicht. Und da er ein Prophet ist, wird er natürlich wissen, wer er ist. Bist du der Elias? Er sagt, nein, das bin ich auch nicht. Das heißt, er widerspricht ihm. Weiß er nicht, warum er gesandt worden ist. Und dann kommt noch eine dritte Frage, wenn wir einige Punkte davon ernst nehmen müssen. Er wird gefragt, bist du der Prophet? Hier nur ein Gedankenschluss für die Nicht-Muslime. Wer ist denn der Prophet, an den die Juden geglaubt haben, dass er kommen soll? Wer ist nicht ein Prophet? Bist du ein Prophet, sondern bist du der Prophet? Das ist Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Das nur dazu. Deswegen habe ich für mich dieses Buch, die Bibel, obwohl so viele Weisheiten drin sind, obwohl so viele wahre Dinge drin sind, obwohl es so vielen Menschen geholfen hat, ein gutes Leben zu führen, auf Seite gelegt und habe in dem Koran gesucht. Habe mir dieses Buch durchgelesen, dreimal bevor ich Muslim geworden bin, die Bibel auch nochmal durchgelesen. Und warum habe ich dieses Buch akzeptiert? Weil dieses Buch, Alhamdulillah, Berichte hat, Prophezeiung hat, gibt es auch in der Bibel, weil keine Widersprüche drin vorkommen, weil wissenschaftliche Wunder drin vorkommen. Im Koran steht beispielsweise, Enzelna al-Hadid, wir haben das Eisen herabgesandt. Die moderne Wissenschaft hat festgestellt, dass das Eisen aus dem äußeren Weltraum kommt. Woher konnte Mohammed das wissen? Im Koran steht drin, dass der Embryo aussieht in einem Stadium wie ein Blutegel. Das kann man nur mit dem Mikroskop sehen. Woher konnte Mohammed das wissen? Hat er ein Mikroskop gehabt? Steht aus, dass er danach aussieht wie ein Mutrata. Das ist wie ein Fleischstück, auf das man getaut hat. Woher konnte Mohammed das wissen? Und viele, viele andere Sachen. Viele, viele andere Punkte. Heute ist nicht das Thema Wunder im Koran, sondern allgemein. Keine Widersprüche. Und dieses Buch gibt eine Antwort darauf, warum gibt es viele Religionen, und gibt dir die Antwort auf den Sinn des Lebens.
Wenn wir darauf zurückgehen, dass wir sagen, Gott hat dies alles erschaffen, hat dich erschaffen, hat die Umwelt erschaffen, hat das Leben erschaffen, hat die Sterne erschaffen, hat alles erschaffen, hat dich erschaffen, deine Augen, deine Ohren, deine Nieren, deine Liebe, deine Frau, alles erschaffen, dann musst du dich fragen, ist dieser Gott es nicht wert, dass du ihn anbetest? Ist dieser Gott es nicht wert, dass du ihn verehrst, dass du für ihn lebst? Und wenn du das tust, er wird dich niemals im Stich lassen. Alhamdulillah. Und wenn ich dir beispielsweise 100 Euro geben würde, würdest du zumindest Danke sagen. Was ist mit den ganzen Gnadengaben, die du hast? Die erkennst du nicht. Du sagst, ich glaube nicht an Gott, weil ein armes Kind in Afrika, das hat kein nichts zu essen. Aber was ist mit dir? Das arme Kind in Afrika, das glaubt an Gott, aber du nicht. Du hast diese Gnadengaben bekommen. Subhanallah, das ist ein Widerspruch. Und das wird im Koran genau ausgedrückt. Der Koran sagt ganz deutlich, in Surah 41, Vers 56, vom وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Ich habe die Menschen und die Djinn nur erschaffen, damit sie mir dienen. Wir haben gesagt, drei Fragen. Wo komme ich her? Wo gehe ich hin? Was ist der Sinn meines Lebens? Koran beantwortet dies in zwei Sätzen. Zwei. إِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَجِعُونَ. Wir kommen von Gott und zu ihm kehren wir zurück. Also ihr kommt von Gott und zu, also dass wir von Gott kommen und zu ihm zurückkehren. Wo kommst du her? Wo gehst du hin? Was gibt es dort? Paradies und Hölle. Dann wird gesagt, warum wirst du es schaffen? Ich habe die Djinn, eine bestimmte Art von Wesen, Geisterwesen, die wir nicht unmittelbar wahrnehmen, und die Menschen nur erschaffen, damit sie mir dienen. Jetzt wird natürlich sofort jeder die Frage stellen, wie kann es sein, Gott erschafft uns, damit wir ihm dienen? Hat Gott das Bedürfnis, dass wir ihm dienen? Ist eine logische Schlussfolgerung, eine Frage, die man stellt, die wird auch sofort im Koran auch beantwortet. Als allererstes müssen wir das Wesen von Gott verstehen, einigermaßen verstehen. Wir können es nicht vollkommen umfassen, aber wir müssen wissen, dass Gott nicht irgendjemand ist wie du oder ich. Gott ist anders als alles, was wir uns vorstellen. Gott sagt im Koran, Qul hu Allah, sprich, er, Gott, ist ein Einziger. Allahu Samad, der ewig unabhängig von dem alles abhängig ist. Lam yalid wa lam yulid. Er hat nicht gezeugt und er wurde nicht gezeugt. Wir kommen alle von irgendetwas, aber er hat keinen Anfang und kein Ende. Wallam yakul lahu kufuwan ahad. Und nichts ist ihm gleich. Das heißt, wenn du etwas willst, wenn du hier etwas zu trinken kaufst, dann kaufst du das, um zu trinken, weil du Durst hast. Wenn du es nicht bekommst, dann hast du eine Mangelerscheinung. Wenn du, dein Nachbar ein dickes Auto hat, trifft nicht auf jeden zu, und du willst dann auch ein dickes Auto haben, weil du neidisch bist auf deinen Nachbarn, dann hast du ein Bedürfnis, was du dir nicht erfüllen kannst. Wenn du etwas essen willst, oder wenn du eine Frau haben willst, oder einen Mann, je nachdem, ja, und du kriegst das nicht, dann hast du einen Mangel, eine Mangelerscheinung. Das ist ein Mangel für dich, ein Verlust für dich. Aber das bist du. Das bin ich. Aber das ist nicht Gott. Denn Gott ist allmächtig. Er hat dich erschaffen, um ihm zu dienen. Braucht er deinen Gottesdienst? Absolut nicht. Allah sagt in einem heiligen Hadith, der allmächtige Gott, Gott sagt im heiligen Hadith, Ya ibadi, o meine Diener, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum, كانوا على أتكى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيء. O meine Diener, wenn der Erste von euch und der Letzte von euch und die Menschen und die Geisterwesen alle das beste Herz von dem Besten von euch hätten, das Gottesfürchtige, das frommste Herz hätten, das würde in meiner Macht nichts hinzufügen. Dann sagt er, ja, ibadi, o meine Diener, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum كانوا على أفجار قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيء. O meine Diener, wenn der Erste von euch und der Letzte von euch und die Menschen und die Djinn, die Geisterwesen, alle das sittenloseste Herz von dem sittenlosesten von euch hätten, das würde von meiner Macht, von meiner Herrschaft nichts wegnehmen. Das heißt, Gott braucht dich nicht. Du brauchst ihn. Und das Problem ist nur, dass viele von uns zu arrogant sind. Diener hört sich für dich schlecht an. Aber der Islam befreit dich. Denn du bist jetzt Diener.
von so vielen Faktoren. Du bist Diener von dem, Diener von dem, Diener von deinem Nachbarn. Was denkt der über dich? Was ist mit dem? Was denken diese Leute über dich? Aber dann, wenn du Islam annimmst, bist du von diesen ganzen Dienern, von dieser Sklavenschaft, von diesem Sklaventum gegenüber der Schöpfung befreit. Und du bist nur noch Diener des allmächtigen Gottes. Und wenn du Diener des allmächtigen Gottes bist, was ist der erste Nutzen, den du bekommen wirst? Der erste Nutzen ist, dass du ein glückliches Leben führen wirst. Subhanallah, in welchen Ländern? Viele reden über islamische Länder, das soll sich keiner angegriffen fühlen. In welchen Ländern ist die Selbstmordrate am niedrigsten? Trotz Selbstmordanschläge. Die islamischen Länder, das sind nicht meine Worte, das sind Statistiken. Es wird immer über die islamische Frau geredet, wie sie sich fühlt. Wer redet darüber, wie sich die islamische Frau fühlt? Alice Schwarzer, Angela Merkel, Madonna, Britney Spears, Mariah Carey? Frag die islamische Frau, wie sich die islamische Frau fühlt. Frag nicht mich, frag meine Frau. Alhamdulillah, weil Glücklichkeit, glücklich sein, ist nicht etwas, was abhängig ist von der Länge der Haare, was abhängig ist von der Figur, weil du hast viele Frauen, die schön sind und viele Frauen, die dünn sind und sich in die Bulimie essen, in Bulimie hineinkommen wegen ihrem Schönheitswahn. Du hast viele Frauen, die vielleicht schön sind, aber irgendwann Selbstmord gemacht haben. Du hast viele Leute, die vielleicht Geld haben und irgendwann einen Selbstmord gemacht haben, sich mit dem oder total unglücklich sind. Schau dir die meisten Stars an. Du sagst dir als Mensch, ich will reich sein, ich will glücklich sein, ich will berühmt sein, ich will Ruhm haben und so weiter. Schau dir an, wie viele von den Stars, subhanallah, ich habe es einmal in der Zeitung gesehen, drogenabhängig sind. David Hasselhoff, alles drum an. Schau dir Whitney Houston an. Möge Allah sie heilen, möge Allah sie recht leiten. Schau dir Britney Spears an, schau dir Mariah Carey an. Mariah Carey, Selbstmordversuch. Britney Spears, keine Ahnung wie viele Selbstmordversuche. Subhanallah. Das sind doch die Leute, zu denen man als normaler Mensch aufschaut. Wo man sagt, boah, guck mal, Erfolg, schön, reich. Aber schau dir das Ergebnis an. Warum? Weil Allah sagt im Koran, das sind nicht meine Worte. فَمَنْ أَرَدَ أَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُمْ مَعِيشَةً دَنْكَ وَنَحْشُرْهُ يَوْمَ الْقَيَامَةِ أَبْنَى. Wer sich von unserer Rechtleitung abwendet, dem werden wir ein grausames, scheußliches Leben bescheren. Und am Yawm al-Qiyamah werden wir ihn blind auferwecken. Deswegen, das Glücklichsein ist etwas, was vom Herzen abhängig ist. Und ich weiß, vielleicht die Nichtmuslime werden diese Erfahrung nicht gemacht haben, aber ich behaupte dies, auch wenn es einigen Leuten nicht gefallen wird, wer Islam richtig verstanden hat. Ich rede nicht von dem türkischen oder marokkanischen oder bosnischen Mädchen oder Jungen, der Islam nicht verstanden hat, der so gar nicht weiß, worum es im Islam geht, der genau dieselbe Antwort gibt auf den Sinn seines Lebens wie sein nicht-muslimischer Schulkamerad oder Arbeitskollege, sondern ich rede von demjenigen, der die Religion bewusst praktiziert und sich bewusst ist, wofür er diese Religion praktiziert. Frag ihn, wie er sich fühlt. Frag ihn, diese Tausenden, Zehntausenden Jugendlichen, die letztes Jahr, vor 2 Jahren, vor 3 Jahren noch die coolsten Aufreißer in der Disco gewesen sind. Frag sie, wie sie sich heute fühlen, wo sie Islam praktizieren. Frag mich! Frag mich! Wie ich vor 6 Jahren war, als ich zum Islam gekommen bin, wie ich mich jetzt fühle. Alhamdulillah. Vor 6 Jahren, ich sage dir eins, das sind wahrscheinlich viele von denen, ich will, das soll keine Angeberei sein, weil ich, da braucht ja gar keiner neidisch drauf zu sein. Nur man muss ja einfach auch mit Tatsachen mal kommen. Ja? Vor 6 Jahren, ja, bevor ich Islam angenommen habe, war ich Profiboxer gewesen im Sauerland-Boxstall. Mein Trainer war Uli Wegner gewesen, vielleicht kennen ihn einige. Der Trainer von Markus Bayer und von Sven Ottke, die Boxweltmeister. Ja? Ich war mit diesen beiden Leuten in einem Boxstall gewesen, habe gutes Geld verdient, bin mit einem dicken Cabriolet, mit der dicksten Mucke durch die Stadt gefahren. Wochenende irgendwo rausgegangen bin, in die Disco oder so, bin ich in jede Disco umsonst reingekommen, weil mich jeder kannte. Viele Jugendliche werden sagen, boah, ist doch cool, oder? Respekt. Auf diese Art und Weise. Ist so. Und schöne Wohnung und das ganze andere Programm, was dazugehört. Alhamdulillah. Astaghfirullah. So. Aber was ist jetzt?
Jetzt geht es mir besser. Und so kenne ich hunderte Beispiele, kann ich dir nennen. Warum? Weil Allah sagt im Koran etwas sehr Wichtiges. Man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'min. Wer Gutes tut, sei er Mann oder Frau und ist gläubig dabei, falanuhyiyannahu hayatan tayyibah, dem werden wir ein gutes Leben bescheren. Sure 16, Vers 97. Ein gutes Leben bescheren. Und du siehst die Leute. Und Brüder, ich kenne einige Leute aus den Ländern, die arm sind. Achi, die leben vielleicht in einer Wellblechhütte. Aber die haben den Glauben an Allah. Und die haben Wissen, dass der allmächtige Gott mit ihnen ist. Und selbst wenn sie 70 Jahre alt sind oder 80 Jahre alt sind oder 90 Jahre alt sind, wo die meisten Menschen sagen, ach ja, es ist so schwer, mir tun die Knochen weh, wir machen sich lustig über die Leute, möge Allah ihre Schmerzen nehmen und sie auf den geraden Weg führen. Aber in diesem Alter sagen sie, Alhamdulillah, Subhanallah, 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 Subhanallah. Und sie sind Gott am Dienen. Und haben jetzt in dieser Situation noch einen Sinn im Leben, wo der andere nur noch auf den Tod wartet. Und du siehst sie mit dem Stock zur Moschee gehen, blind. Du bist in Mekka bei der Hajj und du siehst dort Leute, die kurz davor sind, zusammenzubrechen. Du siehst dort Leute, die sind vielleicht 70, 80, 90 Jahre alt und die werden in dem Rollstuhl um die Kaaba gefahren und sind am Weinen, Achim. Am Weinen vor Freude, weil sie Gott dienen können und sagen, Alhamdulillah, keine Sekunde von meinem Leben ist umsonst. Denn jede Sekunde von meinem Leben habe ich eine Verbindung mit dem allmächtigen Gott. Ach, so wirst du glücklich. So hat Gott dir die Glücklichkeit gegeben, wenn du es verstehst. Wenn wir es verstehen. Alhamdulillah. Allahumma thabbit qulubana ala dinik. Amen. Wallah, feste unsere Herzen auf deine Religion. Aber jetzt, diese ganzen Sachen sind alles nur Äußerlichkeiten. Nicht nur Äußerlichkeiten, sind wichtige Dinge. Sind schöne Dinge, sind Dinge, die wir lieben, wir wollen zufrieden sein, wir wollen einen Sinn haben, wir wollen Spaß haben, kein Problem. Du wirst es haben mit Islam. Aber jetzt kommt der wichtigste Punkt. Was ist der wichtigste Punkt, wenn du Gott dienst? Wenn du dich bekennst, dass du ein Sünder bist und dass du ein Diener des Gottes bist, nicht dass Gott ein Diener von dir ist. Was ist dann? Alhamdulillah. Dann wirst du ins Paradies eingehen. Durch die Barmherzigkeit von Gott. Viele denken, der Islam würde glauben, dass der Mensch durch seine Taten reinkommt, aber die Taten alleine führen nicht ins Paradies, sondern die Barmherzigkeit Gottes ist im Endeffekt. Das ist ein großes Missverständnis, was viele Leute haben. Aber diese Barmherzigkeit hast du in diesem Fall. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadur Rasulullah. Was hindert einen daran? Und was ist der Preis dafür? Der Preis dafür ist, dass du das ewige Leben bekommst, das Paradies. Viele von uns streben nach den Unmöglichen, nach verschiedenen Dingen. Streben nach Dingen, der eine strebt nach der Frau, die andere strebt nach dem Mann, der andere strebt nach dem Geld, nach dem Vermögen, nach dem dies, das, das, das. Aber Garantie, 100% die Garantie, du wirst alles verlieren. Und du wirst in das Grab gelegt werden. Das Loch wird dort sein. Du wirst in das Grab gelebt werden und dann ist es vorbei. Und was ist dann? Und wenn du diesen Weg wählst, Wallahi, ich schwöre bei dem allmächtigen Gott, der allmächtige Gott wird dein Grab bereiten, du wirst die schönste Welt erleben und du wirst am jüngsten Tag ins Paradies gehen. Und diese Welt ist das, was du dir hier gewünscht hast. Du hast dir hier gewünscht, nicht alt zu werden, nicht krank zu werden, mit deiner Frau zufrieden zu sein, mit deinem Mann zufrieden zu sein. Die schönsten Dinge hast du dir gewünscht und was wirst du dort bekommen? Ma la aynun ra'at, wa la udhunun sami'at, wa la khatara ala qalbi bashar. Wa la khatara ala qalbi bashar. Dort hat Gott für dich vorbereitet, was kein Auge gesehen hat, noch ein Ohr gehört hat, noch was im Herzenswunsch eines Menschen vorstellbar war. Und das ist das, wie man das erreicht. Wie ist der Weg? Der Weg ist ganz einfach. Du bezeugst, dass Gott der Einzige ist in deinem Leben, dem du dich ergeben musst, shadu an la ilaha illallah, den du anbetest. Nur ihn alleine, niemand anderen. Alhamdulillah, vertraust auf ihn alleine, Alhamdulillah. Und
Du bezeugst, dass Mohammed der letzte Diener und Gesandte des allmächtigen Gottes ist, der dir den Weg gezeigt hat. Und wenn du das machst, du hast eine Garantie, wenn du es mit richtiger Aufrichtigkeit machst und stirbst in diesem Zustand, du hast eine Heilsgarantie, dass selbst wenn du viele schlechte Taten gemacht hast, wenn du es mit Aufrichtigkeit wirklich gemacht hast, wirst du sowieso auch gute Taten werden folgen. Weil kann nicht sein, dass jemand dies bezeugt und es kommen keine guten Taten. Du hast die Garantie, irgendwann aus der Hölle rauszukommen. Aber ansonsten hast du keine Garantie. Im Gegenteil, der Prophet Mohammed s.a.w. sagt ganz deutlich, La yasma'ubi wa lavi nafsi biyadi. Bei dem, in dessen Hand meine eigene Seele ist. Wa lavi nafsi biyadi. La yasma'ubi ahadu min hadhi umma. La yahudi wa la nasraniun. Thum yamutu wa lam yukmi biladi ursiltu bi illa kana min ashabina. Niemand hört von mir, seid der Yahudi, Jude oder Nasrani, Christ, und glaubt dann nicht an das, womit ich gesandt worden bin, und stirbt dann in diesem Zustand, außer dass er zu den Gefährten des Feuers gehört. Das ist etwas, was ich auch erwähnen will. Nicht, weil ich jemandem wehtun will, sicherlich wird das einigen Leuten nicht gefallen, sondern weil wir für die Menschen das Gute wünschen. Und ich ganz besonders, und ich bin kein Versicherungsvertreter, wir sind hier hingekommen, aus Köln, ohne dafür Geld zu verlangen. Morgen sind wir in der Schweiz, Alhamdulillah, beziehungsweise ich komme aus Bonn. Das ist dasselbe, habe ich eben schon gesagt. Alhamdulillah, deswegen, diese Botschaft sollte nochmal sein. Sicherlich werden einige Menschen nicht mit dem einverstanden sein, was ich gesagt habe, werden Bedenken haben, werden Zweifel haben. Das ist kein Problem. Was ich nur jedem mit auf den Weg geben will, ist, für die Muslime als erstes, fangen wir heute ausnahmsweise mal mit den Muslimen an, dass man wirklich den Islam richtig leben soll. Wir sehen heute leider, dass viele Muslime ein ganz schlechtes Bild abgeben. Ich gebe dir eine Sache als Tipp, was der Prophet Mohammed s.a.w. auf seinem Schwert stehen hat. Das heißt, da sagt er, Silman Kata'ak, das heißt, füge den zusammen, zum Beispiel, wenn jemand mit dir den Kontakt abgebrochen hat, Man Kata'ak, Kata'ak, das ist der, der den Kontakt mit dir abgebrochen hat, versuche diesen Kontakt wiederherzustellen. وَأَحْسِنْ إِلَّا مَنْ أَصَاعَ إِلَيْكَ وَلَوْ عَلَى نَفْسِكَ. Und sprich die Wahrheit, selbst wenn sie gegen dich ist. Deswegen sei gut zu den Menschen. Wir wissen in Deutschland, es kommt immer mehr Druck auf uns zu. Man wird immer unwillkommener. Wir sind auch teilweise selber daran schuld. Auf der einen Seite die Hetzkampagne, auf der anderen Seite sind wir selber daran schuld. Aber sei du immer gut zu den Leuten. Immer. Egal, wie schlecht jemand zu dir ist, es ist manchmal schwer. Aber trotzdem versuche es, versuche ein gutes Beispiel zu sein. Und nicht wie einige Leute, die den Islam so durch den Dreck ziehen, die als Jugendliche sich Muslime nennen, durch die U-Bahn gehen und da irgendwelche älteren Herrschaften mit Tränengas besprühen. Ist das Islam, achi? La ilaha illallah. Da muss man sich schämen. Und diese Leute sollen sich schämen. Und ich sage das zu diesen Leuten. Ich glaube nicht, dass hier einer davon sitzt. Aber vielleicht kriegen sie das über das Internet mit. Ich sage euch das, lasst diese Sachen sein. Benehmt euch wie vernünftige Menschen. Das sage ich nicht, weil wir euch hassen, sondern weil wir euch lieben. Aber wir lieben nicht das Schlechte, was ihr tut. Und deswegen bleibt davon fern, denn das ist nicht der Weg zum Paradies. Der Weg zum Paradies ist, dass du Islam ruhig praktizierst. Für die Nicht-Muslime, die hier sind, Alhamdulillah, sind ja auch einige hier, gebe ich einfach den Rat, und natürlich auch für die Muslime, gebe ich den Tipp, nicht zu schüchtern zu sein, das heißt nicht Angst zu haben, die Religion zu praktizieren. Jeder, der nicht betet, sollte heute anfangen mit dem Gebet, sei es Mann oder Frau, und anfangen, die Religion richtig zu praktizieren. Für die Nicht-Muslime der Tipp, einfach, sicherlich wird es einige Bedenken geben, wir werden gleich fragen, kann man auf Zettel schreiben, da werden wir noch einiges beantworten. Wir müssen morgen noch, ich muss mich noch ein bisschen vorbereiten auf morgen, die Zeit ist momentan bei mir sehr begrenzt. Denen gebe ich einfach den Tipp, beschäftigen Sie sich einfach mit dem Islam. Zum Beispiel kaufen Sie den Koran. Oder wir haben auch einige Bücher draußen, die sehr nützlich sind. Vor allem das Buch über den Ein-Gott-Glauben im Islam. Dass man sich einfach mal damit beschäftigt. Und die wichtigste Adresse, fragen Sie den allmächtigen Gott. Auf diese Art und Weise, dass Sie die Hände so heben, wie Jeremia a.s. in der Bibel gemacht hat. Fragen Sie den allmächtigen Gott. Zeig mir den richtigen Weg. Denn der allmächtige Gott wird sie nicht in den Stich lassen. Oder fallen sie auf das Gesicht mit dem Boden so, mit dem Gesicht auf den Boden, so wie der Prophet Isa a.s. Jesus in der Bibel gemacht hat.
Das sind die richtigen Gebete. So beten auch wir Muslime übrigens. Wir beten nicht so und so, denn so betet auch kein Prophet in der Bibel. Alle Propheten der Bibel beten so oder mit dem Gesicht auf dem Boden. Das ist die Art und Weise, wo man Gott am nächsten ist. Dass man zeigt, ich bin ein Diener von dir. Ich bin ein Sünder, ein Diener von dir. Alhamdulillah. Dies ist sehr wichtig. Das ist das, was ich als Tipp gebe. Und objektiv einfach mal damit beschäftigen, wenn man im allgemeinen Wissen etwas zunimmt oder im allgemeinen Wissen etwas dazugewinnt, hat man in jedem Fall auch einen Vorteil. Selbst wenn man nachher den Islam nicht annimmt, hat man einen diesseitigen Vorteil gewonnen. Aber natürlich am jüngsten Tag ist es sehr schlecht für einen. Denn, wie schon gesagt, ist der Islam, so wie Allah im Koran sagt, der einzige Weg, der von Allah am jüngsten Tag akzeptiert wird. Und die Religion, die alle Propheten, die vorher waren, auch praktiziert waren, die Gottergebung. Ich sage diese Worte und bitte Allah um Vergebung für meine Sünden und der restlichen Gottergebenen. Alles, was richtig gewesen ist, war vom allmächtigen Gott. Und alles, was falsch war, was mit der Wahrheit nicht übereinstimmt, war von mir und vom Satan. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.